Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Sigmar von RH Caravan Touren. Und ich bin die Helena. Genau. Und wie immer haben wir hier hinten klein Lucy dabei in der Box. Wir haben Samstag, den 17. Februar. Und wir sind wieder unterwegs. Und zwar fahren wir auf dem Platz, da waren wir im August 22 schon mal mit Alpaka Camping. Das ist in der Pfalz. Ja, und wie es da so ist und wo es uns da hinführt, bleibt am besten dran und folgt uns. Wir fahren da mal los. Ich habe euch gerade mal den Bildschirm eingeblendet, der Navigation. Heute fahren wir mal mit der ADAC Drive App, die jetzt auch relativ gut auf Android Auto funktioniert. Und da gibt es auch eine Routenoption für Caravan-Gespanne. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren, ob wir da überall ordentlich hingeführt werden. Und nicht durch irgendwelche engen Straßen und zu niedrigen Brücken und so weiter. Ich werde berichten, wie es ist. Gekommen. Hab mich jetzt hier mal so hingestellt. Also ihr seht's. Das ist ein Parkplatz an einem Tennisclub. Ist natürlich jetzt um diese Jahreszeit nichts los. Im Sommer oder wenn die Tennissaison geht, ist natürlich ein bisschen schlechter hier zu stehen. Da würden wir hier auch nicht herfahren. Ja, wie gesagt, mit Alpaka Camping könnt ihr den Platz hier buchen. Wir waren mal im August hier. War einer der wenigen Plätze, wo man hier noch Schatten hat. Dann haben wir da hinten gestanden, weil jetzt genau hinter mir ist Süden. Und dann haben die Bäume schön Schatten gemacht. Ja, jetzt richte ich mal unseren Wohnwagen aus und dann werden wir mal eine Runde wandern gehen. Und später gehen wir essen. Ja. Und das zeige ich euch. Das ist nämlich gar nicht weit von hier, wo wir da hingehen.
erfolgreich wieder gelandet. Jetzt habt ihr den Platz mal und die Umgebung von oben gesehen. Und jetzt kommt unsere obligatorische Samstagswanderung mit Komoot. Und ihr seid dabei. Was für ein Wetter. Wie gesagt, wir haben den 17. Februar 24. Schaut euch das an. Die Sonne scheint leicht bewölkt. Wir haben 13 Grad. 13 Grad im Februar. Wo soll das noch hinführen? Da lässt sich der liebe Gott doch gerade mal einen Kabelanschluss legen von der Telekom. Mitten im Wald. Was ihr da eben gesehen habt, das ist der Himmelsblick bei Katzweiler. Da waren wir auch schon gewesen, weil da in der Nähe gibt es einen Landvergnügenhof, Forellenhof Schneider. Und von da aus waren wir dann dahin gelaufen. Deswegen lassen wir das diesmal aus. Das kennen wir schon. Schließt sich der Kreis wieder. Die Wanderung ist beendet. Es waren 9 Kilometer rund. Kann ich euch empfehlen. Sehr abwechslungsreich die Runde. Ich verlinke sie euch unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr bei Komoot, wenn ihr wollt, sie nachlaufen. Ja, und jetzt sage ich euch gerade nochmal, hier im Hintergrund seht ihr das Schild. Das ist die Gaststätte, wo wir heute Abend hingehen. Wir haben da einen Tisch bestellt. Und ja, deutsch, italienisch, mexikanisch gibt's da. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Und das ist gerade mal da hinten 5 Minuten Fußweg. Ja, da ist aber jetzt mal was schief gegangen. Ich habe euch ja schon mal das Restaurant vorhin gezeigt, mal gefilmt. Ich hatte auch gestern angerufen und einen Tisch reserviert. Aber was auch immer, wo ich angerufen habe, es ist ja definitiv nicht da hinten die Gaststätte, weil die hat nämlich zu. Da ist alles dunkel.
Ich gehe mal davon aus, die Vorbesitzer haben ihre Telefonnummer mitgenommen. Die sind woanders nämlich, haben da eine Gaststätte übernommen und ich habe da reserviert. Aber das ist zu weit weg jetzt. Das heißt also, wir mussten Plan B machen. Und ich habe jetzt unten im Ort eine Pizza bestellt, Lieferservice. Und mal gespannt, ob die das hier finden, hier oben auf dem Tennisplatz. Lassen wir uns mal überraschen. Guten Morgen. Ja, gestern das mit dem Pizzalieferdienst hat nach einem kleinen Missverständnis auch noch geklappt. Er war ein bisschen weit gefahren, der Bursche. Ich habe ihn dann mit der Taschenlampe zu uns auf dem Parkplatz gelotst. Die Übergabe war dann problemlos. Die Nacht war sehr ruhig gewesen, hier nichts los. Ja, nachdem wir gestern ja frühlingshafte Temperaturen hatten, haben wir jetzt genau 4 Grad. Und ihr seht es im Hintergrund. Nebel. Jetzt haben wir wieder irgendwie Herbst drüber. Bäh. Angehängt hatten wir ja schon. Es ist 14.30 Uhr und wir machen uns langsam auf die Heimreise. Wir fahren noch mal woanders vorbei, um einen eventuellen Stellplatz uns anzuschauen, ob das was für uns ist. Ja, ansonsten hat uns das Wochenende hier super gefallen. Man kann ganz toll wandern hier. Man steht auch in der Nebensaison ruhig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und es kostet nichts, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wir damit weiter wachsen. Okay, danke für alles und der Sigmar von RH Caravan Touren.